Wir machen heute das Thema Bedeutung der Beschneidung und da habe ich drei Abschnitte oder vier. Erstens Bedeutung der Beschneidung im Zusammenhang mit Abraham. Da ist jetzt ein bisschen Wiederholung und auch Anknüpfung schön an gestern. Wir gucken nochmal 1. Mose 12, 1 bis 3, aber ihr müsst das jetzt aufschlagen und lesen, weil ich den Text nicht hier vorne habe. Ich habe hier vorne auf der Folie für euch andere Dinge. Könnt ihr das lesen? Ist ein bisschen blass, ne? Ja, weil es so hell ist heute. 1. Mose 12, 1 bis 3. Wer es hat, liest es vor und die anderen können dann in dem Text das mitvollziehen, weil ich nämlich dann auch dazu Fragen habe, die ihr erarbeiten sollt, weil ich nämlich nicht einsehe, dass ich euch hier alles vorkaue, sondern ich soll selber aus der Bibel forschen. Wer liest? Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vater dann und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet sein, werden alle Geschlechter auf Erden. So, hier ist von Beschneidung erstmal noch gar nicht die Rede, aber worum geht es denn hier? Sagt mal einfach so ganz frisch, um Segen? Absondern. Um Absonderung, genau. Hinausgehen, weggehen. Auftrag, worin besteht der? Ja, indem man gehen soll, oder auch indem man gesegnet wird. Das ist ja auch ein Auftrag, wenn man gesegnet wird. Verknüpft sich damit, du sollst ein Segen sein. Also ist ein Vaterland verlassen und dahin gehen, wo Gott ihn hinführt. Ja, da ist jetzt schon einiges gesagt worden. Mir ist wichtig, am Anfang steht Gottes Erwählung. Der Zusammenhang in der Bibel ist ja folgender. Wir haben mit dem Sündenfall eine Situation in der Welt der Verderbnis und die wird auch gezeigt. Im Brudermord von Kain und Abel, das häuft sich dann so an bis zur Sintflut, dann richtet Gott und dann geht es aber nach Noah schon gleich wieder ähnlich weiter, ne? Mit dem Turmbau zu Babel und so. Und wir sehen also eine Welt, die immer mehr in den Götzendienst versinkt und auch moralisch in Bach runtergeht und in diese doch Finsternis hinein spricht jetzt Gott, er will etwas Neues anfangen und da sucht er sich einfach jemanden aus, den Abraham. Und es steht überhaupt nicht im Text, dass Abraham sich durch irgendetwas dafür qualifiziert hätte, sondern der wird einfach von Gott gerufen und wir lesen zum Beispiel im Buch Josua, da kommt so eine Ermahnung Josuas ziemlich zum Ende hin bei dem Landtag zu Sichem und da sagt Josua oder Gott durch Josua: Deine Väter haben anderen Göttern gedient, jenseits des Stroms. Das heißt, aus einer Götzendienerfamilie ruft Gott den Abraham. Am Anfang steht Gottes Erwählung und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und diese Erwählung bedeutet dann aber auch Absonderung, weil nämlich Gott mit diesem Abraham etwas Neues beginnen will. In einer Welt voller Götzendienst und geistlicher Finsternis sagt Gott, mit diesem Mann beginne ich etwas Neues. Und dieses Neue ist nicht ein Werk Abrahams, aus seiner Entscheidung oder weil er sich das so ausgedacht hat, sondern dieses Neue, was beginnt, ist eindeutig Gottes Heilshandeln, was er sich vorgenommen hat. Und dann sind hier ja drei große Inhalte dieser Verheißung zu nennen. Er will ihn zu einem großen Volk machen, ihm einen großen Namen geben und Abraham soll ein Segen für alle Völker sein. Und mit dieser Ansage, in dir sollen alle Völker gesegnet werden, ist etwas sehr Wichtiges verknüpft, denn wir haben in dem Sündenfall dann die Vertreibung aus dem Paradies und da wird Gottes Fluch auf die Erde gelegt. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Ne? Und da zieht der Tod ein, Sterblichkeit, all das. Und jetzt stellt Gott diesen Fluch, den er gesprochen hat über diese Welt, stellt er jetzt gegenüber, dass durch Abrahams Geschlecht alle Völker aber gesegnet werden sollen. Da sieht man schon die große Dimension, um die es hier geht. Dann lesen wir 1. Mose 15,
5 und 6 und 7 bis 18. Erstmal 6 und 7 nur. Über hieß ihn hinausgehen und sprach, siehe den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, also soll dein Same werden. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Hat Achim gestern schon ausgeführt, deswegen nur hier als Erinnerung noch einmal, auf Abrahams Seite ist es nur der Glaube, der ihn qualifiziert, dass er dieses Wort, was von Gott an ihn ergeht, wirklich für bare Münze nimmt. Und jetzt gucken wir uns diesen Abschnitt an, den Achim gestern schon erzählt hat, Verse 7 bis 18, da wird nämlich dieser Bund genau beschrieben. Und er sagte zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Besitz zu geben. Abraham aber sagte, Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sagte zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, eine dreijährige Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm diese alle. Da teilte sie in der Mitte und legte je einen Teil den anderen gegenüber. Aber die Vögel verteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen auf die Ase da, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und sie, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sagte er zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und 400 Jahre lang unterdrücken. Aber ich will das Volk, dem sie dienen müssen, bestrafen. Danach sollen sie mit großem Mut ausziehen. Und du sollst mit Frieden zu deinen Völkern reingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher zurückkommen, denn die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, sie, ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, fuhr zwischen den Stücken hindurch. An dem Tag schloss der Herr mit Abraham einen Bund und sagte, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kananiter, die Girgashiter, die Jebusiter. Fällt euch da etwas auf? Geht auch noch nicht um die Beschneidung. Geht auch noch nicht um die Beschneidung, ja genau, ist richtig. Dieser Bund funktioniert ohne Beschneidung erstmal. Interessant. Und was ist Inhalt jetzt dieser Bundeszusage? Ich würde sagen, Termin bei Gott. Bitte? Der Terminplan Gottes mit den 430 Jahren oder so, ne? Über 400 Jahre Knechtschaft, ja. Ja, was ist denn Gegenstand dieser Bundesverheißung hier? Das Land. Das Land. Hier ist jetzt die konkrete Landesverheißung Kanaan. Das ist auch interessant, weil vorher hatte Gott nur berufen und Abraham etwas versprochen. Das war kein Bund in dem Sinne, ne? Und dieses Versprechen ist so groß und so umfassend. Das ist weltumfassend eigentlich. Ne? Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Das ist einfach nur Gottes Wille, das so zu tun. Hier kommt jetzt ein Bund und da geht es konkret um den Landbesitz, um dieses Land. Und bei diesem Bund ist es, wie Achim gestern sagte, ja einseitig. Denn normalerweise hätten jetzt
zwischen diesen Tierhälften die beiden Vertragspartner hindurchgehen müssen und dann per Handschlag, wir machen ja per Handschlag, ne? Und damals, die liebten das blutiger mit Fleisch und so. Und da haben die das so dargestellt. Und hier geht aber Abraham nicht zwischen den Stücken, sondern nur Gott, und zwar in einer Feuerflamme, ne? Fuhr zwischen den Stücken hin. So, das heißt, das ist ein einseitiger Bund. Gott ist derjenige, der hier diesen Bund anbietet und der auch alle Bedingungen erfüllt. Und im Blick auf das Land sagt er, sagt Gott, ich werde nach 400 Jahren diese ganzen Völker richten und das werde ich mit deinen Nachkommen werde ich das machen. Aber warum geschieht dieses Gericht an den Kanaanitern? Das hat schon damit zu tun mit zu Noahs Zeiten. Oder das ja verweisen, dass zu Ham, dass die Kanaaniter untertan bleiben. Ja, das mag sein, aber was steht denn hier in diesem Text? Was ist da Gottes Ansage? Warum vollzieht er dieses Gericht? Die Schuld ist noch nicht voll. Die Schuld ist noch nicht voll. So, und das heißt doch, was stellt man sich denn darunter vor? Gott sagt, ich gebe denen Frist und in dieser Zeit werden deine Nachkommen erstmal irgendwie im anderen Land sein. Das war Gottes Zeitplan. Ne? Und dann werdet ihr kommen und dann werden die alle gerichtet, weil ihre Schuld voll ist. Das heißt doch, wenn man sich das mal so vorstellt, es geht hier überhaupt nicht darum, was dieses Volk Israel dann später tun will oder was es tut, sondern es geht hier einzig und allein um ein Programm, das Gott sich vorgenommen hat. Und Abraham und seine Nachkommenschaft sind nur das Werkzeug. So geht das ja aus dem Text hervor. Ne? Das heißt, der Handelnde ist ganz alleine Gott durch Werkzeuge, die er sich dafür erwählt. Und das hat er mit Abraham gemacht, und zwar nicht, weil der besonders qualifiziert ist, besonders moralisch hochstehend oder so, sondern einfach, weil Gott gesagt hat, ich mache das jetzt, und zwar mit dir. Und der Apostel Paulus wird im Neuen Testament sagen, kann irgendjemand da Gott Vorwürfe machen und sagen, das durftest du nicht? Alle Dinge sind von Gott, er kann tun, was er will. Und er sagt, ich mache das mit diesem Mann. Und jetzt kommen wir auf 1. Mose 17 und da geht es um die Beschneidung. Wir lesen 1 bis 11. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen nähren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, so halte du meinen Bund und du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist, unter euch soll beschnitten werden. Eure Vorhaut soll ihr beschneiden, das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Ja, wie würdet ihr jetzt mit eigenen Worten
sagen, was hier jetzt eigentlich mit der Beschneidung passiert. Versuch das mal zu beschreiben. Ja, ist das Zeichen für, dass Gott einen Bund mit diesem Volk durch Abraham geschlossen hat, das äußere Zeichen? Ein äußeres Zeichen für den geschlossenen Bund, ja. Dann ist es vielleicht noch bezeichnend, dass nur männliche beschnitten werden, weil wurde diese Region noch nie auch die Frauen beschnitten, oder die Mädchen. Ja. Und jetzt guck mal in den Text hinein, jetzt haben wir ja so ein bisschen was Gegenseitiges, ne? Also was soll Abraham und was tut Gott, was verspricht Gott? Abraham soll den Bund halten und alle Abstand. Worin besteht jetzt aber dieser Bund für den Abraham? Also es geht doch in dem ganzen Text um eigentlich die ganze Zeit um Gottes Versprechen. Ne? Mhm. Guck mal, wie oft sagt Gott, ich will. Mhm. Ich will das tun, ich will das, ich will dich mehren. Dann steht einmal in meiner Lutherbibel, du sollst. Und dann habe ich gedacht, ah, Abraham soll auch was. Nee, der soll jetzt nicht mehr Abraham, sondern Abraham heißen. Das ist ja ein Auftrag. Also es ergehen überhaupt keine Aufträge an Abraham, außer dass Gott sagt, wandle vor mir, das heißt lebe in meiner Gemeinschaft, ne? Face to face, wandle vor mir und sei fromm. Und unter fromm verstehen wir ja manchmal was ganz Merkwürdiges. Aber das heißt einfach, das beschreibt weniger hier etwas Moralisches, sondern ein Leben im Vertrauen auf Gott, hingewandt zu Gott. Ne? Und das wäre jetzt ein eigenes Thema wert, das nachzuziehen. In dem Bibelkurs habe ich das gemacht, dass fromm vor allen Dingen auch bedeutet, sich darauf zu verlassen, dass Gott segnet, weil er es versprochen hat. Also da ist wieder diese Glaubensdimension. Zum Beispiel Abel ist fromm. Was macht der? Der bringt ein besseres Opfer als Kain. Ein Opfer, was blutig ist. Was seinen Glauben schon anzeigt, den er hat, auf die von Gott verheißene Erlösung, so sagt das Neue Testament. Ne? Deswegen ist Abel fromm, weil er auf Gottes Erlösungsplan vertraut. Und das ist das Einzige, was Abraham aufgetragen wird. Wandle vor mir und sei fromm. Und dann dieses Bundeszeichen, dieses Siegel, kann man sagen, der Beschneidung. Das sind nun wirklich keine gewaltigen Dinge. Das heißt, Frömmigkeit ist natürlich schon etwas Gewaltiges, aber es hat erstmal nichts mit äußeren menschlichen Werken zu tun. Nun war Abraham 99 Jahre alt. Ich habe ja mal dieses Bild gefunden, weil es ist ja gruselig. Ne? Also man hat ja vielleicht manchmal so Vorstellungen, dass man als Kind, habe ich zum Beispiel die Comicbibel mal gelesen, dann wollte ich mal sein wie David. Auf den Gedanken, wie Abraham sein zu wollen, bin ich noch nie gekommen. Das ist ja also ausgesprochen eigentlich fürchterlich. Also in dieser Beschneidung drückt sich ja etwas sehr Martialisches aus. Es ist schmerzhaft. Es ist auch irgendwie demütigend. Ne? Es ist irgendwie auch, finde ich, schon erniedrigend. Aber dieses Bundeszeichen der Beschneidung macht natürlich nochmal diesen Erwählungscharakter deutlich. Man unterscheidet sich jetzt wirklich von den anderen, auch äußerlich. Und natürlich ist unter den Völkern diese Sitte der Beschneidung immer als völlig grotesk angesehen worden. Die Griechen und Römer haben gesagt, die Juden haben nicht alle Tassen im Schrank. Also man setzt da einen deutlichen Unterschied. Ne? Und das wird jetzt hier geordnet. Der Bund wird im Grunde genommen, kann man sagen, erneuert. Alles, was in 1. Mose 12 schon drin steckt, wird hier jetzt nochmal aufgelegt, nochmal bestätigt und wird zu einem ewigen Bund erklärt. Und die Beschneidung ist sozusagen das Siegel, was den Beschnittenen den ganzen Inhalt der Gottesverheißungen jetzt wirklich zueignet. Das liegt jetzt auf denen, die beschnitten sind, liegen diese Gottesverheißungen. Ne? So ist das hier gedacht. Diese Vorüberlegungen sind wichtig, und zwar im Blick auf den zweiten Abschnitt, den wir jetzt betrachten. Wir haben nämlich einen gewissen Bedeutungswandel
der Beschneidung im Kontext des Gesetzes. Und dazu lesen wir mal einen Text aus 5. Mose 10, die Verse 12 bis 16. 5. Mose 10, 12 bis 16. Indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Siehe, der Himmel mit allen Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte, und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. So beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Ja, was ist das jetzt? Ich habe ja durch die Überschrift das schon so ein bisschen vorgegeben, die Denkrichtung, wenn ich sage Bedeutungswandel. Was passiert jetzt hier in diesem Text? Das ist auch mal geistlicher. Das ist aus einer physischen Beschneidung in eine geistliche Beschneidung. Okay, es wird jetzt auf einmal eine neue Dimension deutlich. Genau, das Äußere wird jetzt genommen und gesagt, das soll eigentlich auf etwas Inneres verweisen. Ja, was passiert hier noch? Ja, Sie haben ja relativ gewiesen in der ganzen Zeit bis dahin, dass Sie Gott nicht wirklich fürchten, nicht auf ihn gehört haben, dass Sie halt ein Halsstarrer des Volkes sind und dass die äußere Beschneidung nicht reicht, sondern dass sie ihre Herzen beschneiden müssen. Also es wurde deutlich, dass irgendetwas doch mit den menschlichen Herzen nicht stimmt. Ne? Und zwar auch gerade mit den Herzen der Israeliten nicht stimmt. Also dass mit dem menschlichen Herzen etwas nicht stimmt, wird ganz früh schon in der Bibel gesagt, in 1. Mose 6 vor der Sintflut und auch danach. Text kennt ihr alle, das Dichten und Trachten, ich liebe die Luther-Übersetzung, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und damit ist noch nicht einmal eine moralische Dimension vorwiegend angesprochen, sondern damit ist vor allen Dingen eins angesprochen, dass nämlich das menschliche Herz, obwohl es eigentlich weiß, dass wir alles Gott verdanken, ist es nicht auf Gott gerichtet, ihn zu suchen und zu lieben, sondern es geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Und das ist gemeint. Das ganze Streben des Menschen ist natürlicherweise nicht Gott Ehre zu geben, sondern sich selber Ehre zu geben. Das ist die Kernproblematik, die Wurzel, Sünde sozusagen, der Stolz und das selber an Gottes Stelle sein wollen. Und das wird ganz früh schon gesagt und dann haben wir also die Sintflut und dann haben wir nach der Sintflut wieder diesen ganzen Untergang. Dann erwählt Gott den Abraham und sagt, mit euch mache ich was Neues, einfach weil ich es will. Dann gibt er ihm diese ganzen Verheißungen und die Beschneidung als Bundeszeichen. Und jetzt passiert hier aber diese Verweisebene auf etwas Inneres und es passiert aber noch was in diesem Text, was ganz anders ist als vorher. Auch das Versprechen an die Väter. Ja, darauf wird nochmal Bezug genommen, aber trotzdem. Die Beschneidung war ja im Prinzip den Kindern dadurch geführt worden, nachdem die Großen das irgendwann alle durch waren. So, und das ist ja keine eigene Entscheidung. Eine Beschneidung am Herzen
ist eine eigene Entscheidung. Ob das eine eigene Entscheidung ist, will ich mal noch offen lassen, aber zumindest stimmt, dass hier sozusagen deutlich wird, es steht etwas Inneres noch aus, was dem entsprechen sollte. Ne? Und Gott sagt, ich fordere das jetzt von euch. Aber hier passiert noch etwas Entscheidendes anderes. Guckt doch mal, was Gott hier alles sagt. Das fängt doch schon, der Text fängt ja schon so an. Was fordert der Herr an Gott noch von mir als Punkt, Punkt, Punkt? Was hat der Gott von Abraham gefordert? Waren da irgendwelche detaillierten Forderungen? Gottes Wort. Wandle vor mir und sei fromm. Das war's. Was kommt denn jetzt hier? Jetzt kommen auf einmal in allen seinen Wegen wandeln, von ganzem Herzen und ganzer Seele alle Gebote des Herrn zu halten und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, und das könnt ihr ja mal im Alten Testament lesen, was das für eine Falle ist. So, und das heißt, ab dieser Stelle ist auf eine merkwürdige Weise auf einmal die Beschneidung verknüpft mit dem Gesetz. Und zwar mit einem sehr umfangreichen Gesetz. Ne? So, und das ist etwas qualitativ Neuartiges, was vorher nicht da war bei Abraham. Und da muss man sich ja fragen, wie kommt das denn eigentlich dazu? Wieso macht Gott denn jetzt auf einmal, während er vorher Abraham alles freigeschenkt hat, jetzt auf einmal so ein Fass auf? Und sagt, arbeitet die ganze Palette hier ab, das fordere ich von euch. Weil da war doch die Situation, dass Gott doch gefragt hat, ob sie jetzt alles halten wollen, und wir haben dreimal freimütig gesagt, ja, das machen wir. Kommen wir jetzt hin, genau. Und zwar kann man sehr deutlich sehen, dass die Weiche für diesen Bedeutungswandel der Beschneidung, die Weiche dafür stellt das Volk Israel selbst. Und zwar durch eine totale, völlige Selbstüberschätzung. Die Bibelkursteilnehmer wissen das jetzt schon. Aber ich muss das hier nochmal einfügen, weil das so elementar wichtig ist für das Verständnis vieler einzelner Themen, ist diese Weichenstellung am Berg Sinai entscheidend. Und wir lesen, was die Caroline gesagt hat, mal in 2. Mose 19, 5 bis 8 und in 2. Mose 24. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen wolltest. Mose kam, berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete miteinander: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose wiederholte dem Herrn die Worte des Volkes. Wir könnten jetzt mal, also das ist am Berg Sinai, ne? Das Volk ist angekommen an dem Berg Sinai. Wir könnten mal zurückblättern und mal gucken, was in den Kapiteln vorher, 18, 17, 16, 15, 14, nur die Überschriften mal lesen, was da alles so erzählt wird. Also, ja, das sollten wir mal überschreiben. Bitte? Also insbesondere, ihr kennt die Geschichten, ja. Guckt mal hier. Kapitel 15, da ist eine Überschrift in meiner Bibel, Israel in Mara und Elim. Und da steht in Vers 24, da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Da haben andere dann ein Lied draus gemacht. Also da murren sie. In Kapitel 16, da murren sie wieder, weil sie nichts zu essen haben.
Na, lest mal den Vers 3, 16 Vers 3. Da sagen sie, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben. Ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass diese ganze Gemeinde an Hunger sterbe. Das ist nach der Erfahrung des Durchzugs durchs Schilfmeer. Am Schilfmeer sagen die, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Jetzt ist alles aus. Dann erleben sie das. Dann kommen sie nach Mara und Elim, da ist kein Wasser, da murren sie. Dann gibt Gott ihnen Wasser auf wundersame Weise. Kurze Zeit später murren sie und sagen, wir wären lieber in Ägypten geblieben. Wir werden hier einfach nur alle sterben. In Kapitel 17 in Massa und Meribah ist das wieder dasselbe. Da murren sie auch und lehnen sich auf. Und dann kommen sie an den Berg Sinai mit dieser Erfahrung ihrer selbst. Und dann sagt Gott, also ich lege euch jetzt hier mal Worte vor und dann mache ich einen Bund mit euch und dann sollt ihr das alles halten und dann sagen die, ja, machen wir. Das ist eigentlich in hohem Maße lächerlich. Es zeigt aber etwas sehr Schreckliches. Ja, hier, ja, da jubeln die alle. Ne? Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das ist unfassbar. Mein. Was das heißt, ist doch, sie verkannten total die Wirklichkeit der Sünde in ihren eigenen Herzen. Sie hätten eigentlich aus meiner Sicht sagen müssen, nee, das wollen wir nicht. Also wenn es jetzt darum geht, dass Gott mit uns abrechnet, nach Taten, dann haben wir schlechte Karten. Weil sie hatten da jetzt mehrfach die Erfahrung gemacht, dass ihre Herzen ungläubig waren und träge und so. Ne? Und sie verkennen das total. Ja, aber sie haben es eben nicht reflektiert irgendwie. Ne? Sie haben es eben nicht gemerkt. Ja, genau. Und dann kommt etwas wirklich Erschütterndes. Schlagt mir in das Kapitel 20. Da werden die 10 Gebote gegeben. Da steht jetzt alles genau drin, was Gott fordert. Und dann geht es noch mit Einzelbestimmungen weiter. Und wir lesen dann in Kapitel 24, 3 bis 8. Und das könnt ihr, wer liest mal Kapitel 24, Vers 3 bis 8. Jetzt wird es ein zweiseitiger Bund. Ach, ich würde sagen, das ist schon der erste Hinweis auf Jesus, war mit Blut besprengt wurde. Ja. Und ohne Ausnahme, ne? Alles zweimal. Also mir fällt das auf, das ist, wenn man das in so einer Bibelstunde jetzt so, dann macht man das so im Vorbeiziehen, ne? Ganz schnell. Aber wenn man dem mal so ein bisschen nachgeht und dem mal Raum gibt, mach das mal. Denk mal über diese Geschichten, die erkennt ihr nach und denkt, ja, was heißt denn das? Dann merkt man doch in 2. Mose 19, da wird das dem Volk erstmalig vorgelegt. Da haben sie schon völlig daneben gelegen und gesagt,
Wir wollen alles tun, was der Herr sagt. Und wo sie gemerkt haben, wir haben es nie gemacht. Dann gibt Gott die Gebote, Kapitel 20 bis 23, und da lesen wir hier in 24, dass alle diese Worte Mose noch einmal dem Volk vorliest. Also ich spüre darin auch, mit welcher Ernsthaftigkeit Gott sagt, prüft das nochmal genau. Das ist jetzt der Gegenstand, um den es geht. Und dann verkacken sie es wieder, es wird also aufgenommen, und sagen, nachdem sie das gehört haben, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Völlig daneben. Und dann baut Mose diese Steine auf und dann kommt jetzt das Problem. Ne? Weil Gott schon weiß, dieses Versprechen werden die nie und nimmer halten. Ohne Opfer und ohne Sühne wird es nicht gehen. Das heißt, dieser Sinai-Bund, der offenbart jetzt die Macht der Sünde, weil das Volk hat sich jetzt darauf verpflichtet. Das ist ihr Vertrag, den sie mit Gott eingehen. Ne? Und nach dem wird jetzt auch abgerechnet. Und dann wird offenbar werden, dass das Volk permanent genau das nicht tun wird, was Gott fordert. Und dass es deswegen auch nicht zu dem verheißenen Segen kommt. Das heißt das ja. Ne? So, und jetzt gehe ich nochmal den Weg. Bei Abraham gibt Gott eine Segensverheißung, einfach frei, ohne Bedingungen. Und Abrahams Nachkommen sind ein großes Volk geworden und wir haben in dieser Welt das Problem der Sünde. Es ist alles verdorben durch die Sünde, das menschliche Herz ist böse, aber die Menschen erkennen es nicht. Sie wollen es auch nicht wahrhaben. Und dann macht Gott mit den Nachkommen Abrahams einen Bund, der jetzt auf einmal ein zweiseitiger Bund wird. Und er schlägt vor, wir machen einen Bundesvertrag, meine Vertragsseite ist die, ich segne euch und gebe euch das Land und all das, und eure Vertragsseite ist, ihr haltet meine Gebote. Und an dieser Stelle aus Mangel an Sündenerkenntnis sagt das Volk, ja, das machen wir und jetzt gilt's. Und wir werden dann durch das ganze Alte Testament sehen, auf diesem Weg kommt das Volk nie zum Segen, weil es nämlich nie tut, was Gott fordert. Und das ist eben auch genau die Stelle, wo in 5. Mose 10, was wir gerade gelesen hatten, also wo in 5. Mose 10 Gott sagt, passt auf, ihr seid mein Volk, das ich erwählt habe, er geht auf die Verheißung an die Väter zurück, aber beschneidet eure Herzen, die Vorhaut eures Herzens, das heißt, und haltet meine Gebote, das heißt, Gott macht deutlich, das ist jetzt die Vertragsforderung, ob sie aber geschieht, hängt davon ab, wie die Herzen bestellt sind. Das heißt, es wird ganz deutlich, der Bund hat zwar ein äußeres Bundeszeichen, aber es geht eigentlich um eine andere Ebene. Und die muss das Volk jetzt schmerzlich erkennen. Und seitdem sind sie ja unter das Gesetz gestellt. Und mit dem Tag an sind sie unter das Gesetz gestellt, von dem Paulus sagt, das ist Knechtschaft. Weil unter diesem Gesetz ist der Mensch wirklich ein Knecht. Er muss es nämlich versuchen zu erarbeiten und kann es nicht. Elend. Und deswegen ist es auch noch in Ordnung, wenn die Juden, weil sie ja Jesus noch nicht angenommen haben, immer noch versuchen, die Gesetze zu halten. Deswegen tun sie das, ja. Und das ist ja noch das Erste, das Wichtigste, das ist dabei, du sollst Gott, deinen Gott fürchten. Also wenn du Gott nicht fürchtest, kannst du auch nicht wachsen im Glauben. So, jetzt haben wir genau eine interessante Wendung, die jetzt wieder durch Gott selbst kommt, 5. Mose 30, Vers 6. Dazwischen muss ich mal noch einschieben, befindet sich 5. Mose 28. 5. Mose 28 ist die Ankündigung von Segen und Fluch. Das ist gewiss einer der schrecklichsten Texte im ganzen Alten Testament, weil Gott da dezidiert seine ganzen Flüche beschreibt, die er auf dieses Volk legt, wenn sie dem Vertrag nicht treu sind. Und das ist also ein Horrorkapitel, könnt ihr mal lesen. Und nach diesen horrormäßigen Gerichtsansagen kommt dann in Kapitel 30, Vers 6 ein lichter Text, ein heller lichter Text. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele.
auf das du am Leben bleibst. Ich habe noch eine Frage, wenn man diese Kapitel 28, das du eben erwähnt hast, von diesem Fluch und Segen, gilt das für uns heute auch noch? Merkt ihr mal diese Frage? Wahrscheinlich hast du sie am Ende beantwortet oder wir kommen nochmal drauf zurück. Okay. Ja. Ja, was ist hier jetzt in Kapitel 30, Vers 6? Sehr erstaunlich. Mir wird gesagt, dass der Herr auf unser Herz schneidet, weil wir sind gar nicht fähig dazu. Deutest du, ja, genau, du hast jetzt schon gesagt, ja, was heißt das denn? Wenn Gott sagt, der Herr wird dein Herz beschneiden, dann heißt es Erwählung. Gut, die steckt sowieso, seit Abrahams Erwählung steckt die immer im Hinterkopf, ne? Gott wählt aus. Peter hat gleich gedeutet und gesagt, warum sagt denn Gott, der Herr, dein Gott wird dein Herz beschneiden? Er sagt es, weil er weiß, dass sie das selber nicht können. Aber hat er nicht in Kapitel 10 gesagt, beschneidet eure Herzen? Ja, schon, das ist nicht. Das ist doch, eigentlich ist das doch absurd, ne? Wir haben hier in dem Alten Testament in 5. Mose eine sehr deutliche Darstellung von Gesetz und Evangelium. Gott fordert etwas und er fordert das ja zu Recht. Man kann ja nicht sagen, das ist nicht zu Recht gefordert. Ist ja Recht. Aber wir haben in demselben Buch, viele Kapitel später, dass Gott genau das verspricht zu geben, was er vorher gefordert hat. Also das ist ja ungefähr, als wenn ich jemandem sage, bezahle deine Schulden. Und dann sage ich, aber weißt du, dass du das Geld nicht hast, überweise ich dir das vorher auf den Konto. Jetzt bezahle deine Schulden. So ist das ja. Ne? Also das heißt noch ganz deutlich gesagt, Gott tut selber, was er vorher selber gefordert hat. Das steckt hier ganz deutlich drin. Deswegen hat Luther natürlich das auch betont und gesagt, das ganze Evangelium ist im Alten Testament drin. Man muss es nur genau lesen. Also ist das eigentlich schon Gnade? Es ist Gnadenzusage, ja klar. Also es heißt jetzt im Grunde genommen hier ein Ausblick, deswegen kommen ja auch die Kapitel mit dem Fluch dazwischen, die Zerstreuung in alle Völker und all das Ganze wird ja da beschrieben. Und dann sagt Gott schon in einer prophetischen Vorausschau, dass ganz am Ende wird er sich diesem Volk zuwenden, und dann wird er selber das tun, was als Forderung die ganze Zeit im Raum stand und was die Menschen nicht gebracht haben. Und man könnte jetzt diese ganze Zeit so mit einer Klammer versehen und sagen, in dieser ganzen Zeit offenbart sich die Wirkungsmacht und die Schrecklichkeit der Sünde, die bis in das innerste Mark des Menschen hineingeht. Wir haben ja heute eine so totale Verflachung des Sündenbegriffs in vielen Gemeinden, da denkt man, weil man irgendwie mal böse Worte gesagt hat oder weil man dies oder das getan hat, das wäre eine Sünde, so ist es ja nicht. Sondern die Bibel hat ja einen Sündenbegriff, der sagt, das Herz des Menschen, der innerste Persönlichkeitskern, ist so total zerstört dadurch, dass wir nicht vermögen, irgendetwas hervorzubringen, womit wir Gott irgendwie dann da zufriedenstellen könnten. Und das offenbart das Gesetz. Dafür ist es wichtig, dafür ist es gegeben. Und der Mensch läuft aber, also das Volk Israel, läuft aber in diese Sache hinein, in seiner Blindheit, und sagt, ja, wir wollen das alles tun, muss dann über eine mittlerweile jahrtausendelange Geschichte erfahren, immer wieder erfahren, dass es das genau nicht vermag. So. Es ist ja nochmal ein eindeutiges Hinweis, dass, weil er das Wort in seinem Herzen, das ist das Wort in unseren Herzen wohnt, dass Jesus Christus dann in unseren Herzen wohnt, das lebendige Wort Gottes. Da kommen wir jetzt hin ins Neue Testament, genau. Ja. Dann kann man sonst eine Zusatzbemerkung. Und zwar, als ich vor 30 Jahren zum Glauben kam, ist es falsch ausgedrückt. Jesus Christus hat mich zum Glauben gezogen. Ja. Und das ist das Wesentliche. Wir dürfen nicht sagen, wir stolzen Menschen sind zum Glauben gekommen. Unser Herr hat aus dem Menschenmeer uns herausgenommen. Rausgezogen, ja. Und hat uns, das ist die Herzen beschneidet. Ja. Und die Wesentliche. Genau. Ich will aber hier mal noch darauf hinweisen, letztlich, wenn man das mal durchdenkt, was das heißt in seiner Tiefe, steckt da drin die Verheißung eines ganz neuen Wesens. Das steckt da drin. Denn wenn der Mensch von Natur aus, von Jugend an, von klein auf, das menschliche Herz böse ist
Und wenn Gott sagt, ihr müsst die Herzen beschneiden, damit ihr mich liebt, in meinen Wegen wandelt, ne? Dann heißt das doch, hier muss ein anderes Wesen hervorkommen eigentlich, als wie der Mensch normalerweise ist. Das soll die Beschneidung eigentlich zeigen. Und dann verspricht Gott, ich werde das tun. Das heißt, er verspricht hier eigentlich, dass er die Menschen erneuert, zu neuen Menschen macht. Jetzt gehen wir in den dritten Abschnitt, und zwar gucken wir uns das jetzt an im Kontext des neuen Bundes, eines neuen Bundes. Jeremia 31, 31 bis 34 ist ein sehr bekannter Text, den wir lesen. Ach, wollte ich noch nicht einblenden. Jeremia 31, 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit meinem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern geschloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ein Herr war, spricht der Herr. Sondern es soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Es wird keiner den anderen noch ein Bruder noch den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Eine Zwischenbemerkung, hier ist ausdrücklich gesprochen vom Hause Israel und vom Haus Juda. Weil zu Jeremias Zeit war Israel, war ja schon lange vor Jeremias Zeit nach Salomo geteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Und dann existierten diese getrennten Königreiche, und im Nordreich war sehr viel Götzendienst und die hatten immer ihre eigenen Könige, und im Haus Juda hat man immer darauf geachtet, dass ein Nachkomme Davids auf dem Königsthron sitzt, und hatten ja den Tempel in Jerusalem. Und dann ging das Nordreich unter und das Südreich existierte noch eine Zeit, und Jeremia sagt aber auch, Jerusalem wird zerstört werden, wird alles untergehen, und die Gnadenverheißung gilt aber jetzt ausdrücklich nicht nur dem jüdischen Teil, nicht nur dem Haus Juda oder nicht nur dem Haus David oder irgendwelche Eingrenzungen, sondern Jeremia sagt, das Haus Israel und das Haus Juda. Das heißt, beide Teile werden am Ende von Gott so behandelt, nämlich wie? Sie werden den Herrn erkennen. Mein Volk sein. Ja. Er wird ihnen ihre Missetat vergeben. Ja, und worum, sag ich mal so, als. Worum geht es in dem ganzen Text, als könnte man so sagen, als wie eine Überschrift? Wie würdet ihr das überschreiben? Was verspricht. Dass ein neues Herz gegeben wird, also einen neuen Sinn. Das Gesetz wird ihnen zuerst gegeben und in ihrem Sinn geschrieben. Ja, also es wird ein neuer Bund von Gott in Aussicht gestellt. Ah, ja. Weil wir sind ja jetzt von dem Sinai-Bund hergekommen, ne? Der mit dem Blut da auch schon so befestigt wurde. Und jetzt sagt Gott, ein neuer Bund, und er begründet sogar, warum ein neuer Bund nötig ist. Das steht in Vers 32. Den sie nicht gehalten haben, ja. Ja, das heißt, Gott sagt, er grenzt diesen neuen Bund eindeutig hier ab von dem alten Bund, vom Sinai, sagt nicht so, wie der Bund war. Und was war mit bei diesem Bund? Ja, den haben sie nicht gehalten. So, und deswegen muss der abgelöst werden durch einen neuen Bund. Und Inhalt dieses neuen Bundes ist, dass da jetzt alles von Gott verheißen wird, was er aber vorher, ja, wir hatten es ja gelesen, gefordert hat. Beschneidet eure Herzen, haltet meine Gebote, wandelt in meinen Wegen. Ne? So, und das wird hier alles verheißen.
Und wenn wir den neuen Bund hören, dann denken wir natürlich sofort auch an diese Szene, wo Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und dann können wir die Einsetzungsworte ja einigermaßen weiter. Was ist nämlich dieser Bund? Dieser Kelch ist der neue Bund oder das Neue Testament in meinem Blut, das vergossen wird, ne? Für viele zur Vergebung eurer Sünden. So, und das heißt, dieser Bund ist eindeutig ein sehr einseitiger Bund, weil der nämlich nur darin besteht, dieser Bund besteht nur darin, dass Jesus sein Blut vergießt und sein Leben in den Tod gibt für die, die an ihn glauben. Steht sogar bei Matthäus ganz deutlich. Matthäus hat hier an der Stelle besser, finde ich, überliefert, weil er nämlich sagt, für viele. Sagt nicht für alle. Es wäre nie gestaltlich, wenn ich jetzt behaupte, da wir zurzeit nur 0,5% messianischer Juden haben in Israel, dass diese Iranier von der Zeit 31 bis 34 noch in der Zukunft liegen. Ja, so würde ich sehen. Und ich würde mit Paulus Römer 11 sagen, weil hier Jeremia ausdrücklich sowohl Juda anspricht als auch Israel, dass Paulus genau diese Stelle im Hinterkopf hat, als er, wenn er im Römerbrief sagt, am Ende, wenn die Zeit der Heiden voll ist, wird ganz Israel gerettet werden. Weil sich dann Gott zuwendet wieder. Und da ist es nämlich auch völlig egal, das finde ich bei den Reformatoren etwas schwach wirklich, da grenze ich mich ab. Die haben nur gesehen und festgehalten, dass dieses Volk den Messias abgelehnt hat und dass es deswegen jetzt verworfen ist und haben gesagt, okay, an die Stelle tritt jetzt die Gemeinde, die aus Juden und Heiden besteht, alle, die an Christus glauben. Aber sie haben nicht so sehr gesehen, dass Paulus ja sagt, in seiner Theologie, Gott hat von Anfang an ja auserwählt. Und er hat auch dieses Volk auserwählt und hat seinen Plan, seine Geschichte. Und dass die jetzt nicht glauben, das mag so sein, aber dass jetzt Heiden glauben, ist nicht deren Vorzug. Die sind auch nur erwählt. Paulus spricht die immer als Erwählte an. Und er sagt, Gott hat dieses ersterwählte Volk zur Seite gestellt in seiner Heilsgeschichte und er wird die am Ende gänzlich wieder annehmen. So steht das da einfach. Ich meine, das ist ein großes Streitthema, aber ich denke, dass es hier wirklich darum geht, dass Gott am Ende, das geht um seine Ehre, es geht nicht, letzten Endes nicht um dieses Volk, sondern es geht um Gottes Ehre und dass er tut, was er sagt. Und er hat das Abraham verheißen, ne, dass auch dieses Volk das Land besitzen wird. Und dieser Landbesitz ist aber seit dem Sinai-Bund verknüpft mit dem Gehorsam gegen das Gesetz. Kann aber kein Mensch. Und jetzt verheißt er aber hier, dass ganz Israel, Juda und Israel, ein neues Herz bekommen wird. Und aufgrund dieses erneuerten Herzens werden sie aber dem auch gerecht, weil Gott nämlich ihre Herzen beschnitten hat. Und dann haben sie auch das Recht auf diesen Landbesitz. Im Moment nicht. Ich bin da sehr skeptisch, wenn immer gesagt wird, ja, und Israel und große Euphorie und so weiter. Was da jetzt läuft, sind politische Dinge, von denen ich nicht weiß, was da ist. Aber Erfüllung der Verheißung Gottes ist das noch nicht. Ich würde das eher mal so ansehen, dass Gott dieser Welt schon so ein Zeichen gibt. Das ist ja erstaunlich nach 2000 Jahren, dass die jetzt wieder da in ihrem Land sind. Das ist ja mehr als erstaunlich. Und da könnten Menschen eigentlich die Augen geöffnet werden, dass sie sagen, Mensch, Gottes Wort ist wahr, das beginnt. Ne? Aber das ist noch nicht die Erfüllung, weil das ein rein erstmal menschliches Unterfangen ist und weil die Herzenserneuerung noch gar nicht geschehen ist. Aber die kommt. Die ganze Weltgeschichte sind doch eigentlich ähnlich, wenn er nicht auf Gottes. Genau. Ich würde auch, was hier steht, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Das ist ja dann auch wirklich so. Sie sollen mich alle erkennen, genau, aber steht da auch. Wenn sie dann erst die Decke wegnehmen, und wenn sie, dann werden sie den erkennen, den sie durchbohrt haben. Genau. Ja. Alle Sünden innerhalb des einen Tages alle wegnehmen. Also alle. Ja, jetzt ist es natürlich so, wir kommen damit jetzt in so ein Thema Endzeitereignisse, was ich aber jetzt nicht machen will, weil das jetzt genau aufzudröseln und zu sagen, dann ist das und dann ist das und das will ich jetzt nicht machen, weil das schwierig ist. Gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen. Aber eins will ich doch festhalten, dass ich nämlich meine, aus diesen Texten geht hervor, dass die Gesamtheit dieses Volkes von Gott am Ende angenommen wird. Und zwar einfach, weil er es will. Und nicht, weil irgendjemand sich dafür qualifiziert. Tun wir ja alle nicht. Ja. Sondern aus reiner Gnade. So.
Wichtige Aussage hier, dieser neue Bund ist gleichbedeutend mit der Herzensbeschneidung. Das muss man ja erst mal sehen, weil hier ist von Herzensbeschneidung gar nicht geredet in Jeremia. Aber das, was in Jeremia 31 inhaltlich von Gott versprochen wird, was er tun will, ist exakt dasselbe, was er hier in 5. Mose 10 fordert. Und weil das exakt dasselbe ist, kann man sagen, das, was hier geschehen wird, ist Herzensbeschneidung. Das kann man ja dann gleichsetzen. Ne? So, und dann gucken wir nochmal Hesekiel 11 und Hesekiel 36. Ich habe das nur genommen, damit ihr seht, auch in anderen Propheten ist das ein Thema. Und in 36 und 27 habe ich hier falsch geschrieben. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein altes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute auf euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also hier kommt jetzt nochmal eine neue Dimension. Was habt ihr alles gehört? Nennt mal aus den Texten, was verspricht Gott? Einzelnen? Ein neues Herz, ja. Was ist in diesem Herzen? Das steinerne Herz wegnehmen und ein Fleisch. Ja, aber was ist dann in diesem neuen Herzen? Sein Geist. Sein Geist und? Sein Gesetz. Sein Gesetz, ne? Ein neues Herz, Gottes Gesetz ist in dieses Herz geschrieben, Vergebung der Sünden ist verheißen. Sehr wichtig, sie sollen wieder Gottes Volk sein. Weil nämlich in den Propheten immer auch deutlich wird, dass Gott dieses Volk beiseite tut und sagt, ihr seid gar nicht mehr mein Volk, weil er ja nicht tut, was ich will. Ne? Und dann verheißt er aber, dass er am Ende dann dieses Volk doch wieder annimmt als sein Volk. Und in ganz neuer Weise in gnädig an ihn handelt. Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist verheißen, genau. Und dann schließe ich das jetzt ab mit Matthäus 26. Das sind die Einsetzungsworte, müssen wir jetzt nicht aufschlagen. Ich habe darüber gepredigt ja neulich, jetzt habe ich der Pölzigen Gemeinde auch mal das Bild mitgebracht, die da sind aus Pölzig hier. Luther, Cranach, unterm Kreuz, also der Maler, ne, Lukas Cranach. Und dann hat er das hier so wunderbar gemalt. Ich habe mich immer gefragt, also so spritzt doch kein Blut, ne? Also der Cranach war ein Theologe auch, nicht nur Maler. Der sagt, das ist das Blut des Bundes, ne? Das ist des neuen Bundes. Und das spritzt jetzt hier auf die, die drunter stehen und glauben. Und ich hatte in der Predigt über Hesekiel 47 gesagt, in Hesekiel 47 ist der wunderbare Strom aus dem Heiligtum, der sich da ergießt und das ganze Land gesund macht. Das halte ich schon für eine Verheißung, die wörtlich auch in Erfüllung gehen wird, also geografisch. Aber zugleich ist das natürlich eine Sinnbildlichkeit, weil Jesus selber ist der wahre Tempel. Er vergleicht sich ja sein Leib mit dem Tempel. So, und aus der Seitenwunde Jesu kommt ein Strom, der Leben bringt. Und alle, die dieser Strom berührt, die werden auch leben. Ne? Das ist das Blut des neuen Bundes. Und da habe ich mich immer gefragt, warum hat denn der Cranach hier so einen scharfen Bogen gezogen? Habt ihr da eine Idee? Sieht ja unnatürlich aus, so spritzt ja nicht Blut. Wie mit dem Zirkel. Ja, aber der hätte ja irgendwie eine Blutfontäne auch realistischer malen können.
Das ist ja nur ein Strich hier mit dem Zirkel gezogen. Das ist ein Ziel, ne? Das geht von der Seitenwunde bis hier auf den Kopf von Lukas Kranach. Sinnbildlich, aber... Bitte? Ne, der endet genau hier, auf dem Maler. Also das ist ein ganz persönliches Glaubensbekenntnis von dem Maler. Ne? Der sagt, ich stehe da und mich trifft das Blut Jesu, damit ich gesund bin. Ne? Der will jetzt nicht in Abrede stellen, dass auch Luther... Aber das war sein Bekenntnis, dieses Bild, ne? Sehr deutlich. Aber ich wollte mal sagen, dass der das so unnatürlich wie mit einem Zirkel gemalt hat, wenn man das jetzt hier mal fortdenkt, das ist wie ein Regenbogen. Ne? Gottes Verheißung über dieser Welt, dass er sie nicht vernichten will, sondern also da steckt schon drin, ja warum hat Gott noch Barmherzigkeit mit dieser Welt überhaupt auch? Er hat einen Gnadenbund einfach nur gegeben, dass die Welt bestehen soll. Und der ist letzten Endes, ist dieser Gnadenbund auch durch Jesu Tod besiegelt. Ne? Man könnte es vielleicht so sehen, weil bei Gott gibt es ja keine Raumzeit. Bevor die Schöpfung überhaupt da, sind ja die Menschen schon auserwählt, weil Gott weiß ja, wie jeder sich entscheidet. Also es ist genau deswegen viele, es ist im Prinzip zielgerichtet. Ja. Er weiß genau, wer sich für die Schöpfung. Aber ich, bei dem Regenbogen, das heißt jetzt nicht, dass Gott allen Menschen die Gnade der Sündenvergebung schenkt, aber es sagt, dass diese Welt um der Auserwählten willen nicht vernichtet wird. So lange, bis die Weltzeit in Gottes Augen dann eben erfüllt ist. Ja, ich habe im Gesangbuch ein schönes Lied mal zwischendrin, dass wir eine kleine Abwechslung haben. Das ist von einem Juden, Löwenstern, gedichtet. Das ist ein fantastischer Liedtext. Thank you.
Es kommt noch ein kleinerer Teil, der geht wirklich schneller. Und zwar Philipper 3. Schlagt mal auf Philipper 3 folgende. Vers 3. Philipper 3, Vers 3. Das ist immer gut, wenn man das in seiner eigenen Bibel liest, obwohl ich jetzt den Text wirklich mal hier vorne hinprojiziere. Philipper 3, Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir dem Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Ja, noch weiter. Der ich am achten Tag geschnitten bin, aus dem Volk Israel, von Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern nach dem Gesetz, ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir gewinn war, das habe ich in Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott im Glauben zugerechnet wird. Genau. Bitte? Da steht alles drin. Da steht sehr, sehr vieles drin, jawohl. Also wir sehen hier die deutliche Abgrenzung, die Paulus hier auch schon mit der äußerlichen Beschneidung macht. Ne? Er sagt, habe ich alles, bin ein Jude, bin beschnitten, sogar die Vorfahren, alles Hebräer, Gesetzeslehrer und so weiter, alles nicht wichtig, alles Schaden gegenüber der Erkenntnis Christi. Aber wichtig eigentlich ist mir hier vor allen Dingen der Vers 3, wir sind die Beschneidung. Das ist eine ganz komische Formulierung. Da müssen wir mal ein bisschen nachspüren. Wie hätte man vielleicht eher formuliert, als zu sagen, wir sind die Beschneidung? Wir haben. Also man würde doch erwarten, dass Paulus den Unterschied versteht zwischen äußerlich und innerlich und sagt, das Äußere ist nur eine Verweisgeschichte auf das Innere. Und dann hätte er doch sagen können, wir haben die wahre Beschneidung erhalten. Das wäre doch logisch. Könnte man sofort sagen, ja, das verstehen wir. Das, was das äußerlich andeutet, das haben wir innerlich empfangen. So macht er das zum Beispiel im Kolosserbrief. Guckt mal in Kolosser 2, 11 bis 13. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen gemacht. Er hat uns
unsere ganze Schuld verdient. Den Schuldschein, der uns wegen der Nichtwirkung selbst verschuldet, dass er unlösbar. Jo, bis dahin. So, und da sehen wir das jetzt, was ich meine. Deswegen ist das wichtig, auch die beiden Stellen mal beide zu kennen. Das würde man doch logisch erwarten. Mit ihm, also in Christus, seid ihr beschnitten worden, mit einer Beschneidung nicht mit Händen. Das ist doch nachvollziehbar, ne? Aha, es gibt eine Beschneidung äußerlich am Fleisch, die geschieht durch Hände. Und dann gibt es aber noch ein geistliches inneres Pendant und das geschieht durch Gott. Das ist nachvollziehbar, aber hier merkwürdig. Er sagt ja in Vers 2 auch vorher, sagt er, wird sehen auf die Zerschneidung, glaube ich. Ja. Da ist er ja richtig zynisch eigentlich, ja. Vielleicht, dass das so Pendant ist dazu, ja. Wir sind die Beschneidung und das, was das Leben tut, ist mittlerweile das Zerschneiden. Ja, da redet er ja vor allen Dingen so davon, dass Leute, die aus den Heiden sich haben taufen lassen und damit diese ganze innere geistliche Wirklichkeit empfangen, jetzt auf einmal sagen, wir müssen aber auch noch äußerlich beschnitten werden. Und dann sagt Paulus, das ist doch Zerschneidung. Und mit Zerschneidung meint er ja, kann ja was schief gehen. Und dann waren die Leute auf einmal nicht nur beschnitten, sondern ganz arm dran. Und sowas sagt Paulus, ne? Also wenn jemand aus den Heiden zum Glauben an Jesus gekommen ist und hat damit alles erhalten und meint dann aber, er müsste jetzt noch die Äußere, dann ist das ja wie sich zerschneiden lassen, verstümmeln, sinnlos. Ist das eine andere Stufe, also ihr seid beschnitten worden, ist was anderes, ist wie ihr seid beschneiden, das ist eine andere Stufe, ob ich da drauf muss. Ja, da liegt ein, das ist ein anderer Schwerpunkt, den er da setzt, ne? Da komme ich auch gleich drauf. Aber das hat auch eine andere Wirkung. Ja. Ich wollte nochmal sagen, dass interessant ist im Neuen Testament, dass Paulus da total gegen ist und dann gibt es aber einen Timotheus, den lässt er beschneiden. War mir ein langes Rätsel, warum er das macht. Nur um der Juden willen? Hat er doch sonst keine Rücksicht drauf genommen. Aber es gibt eine nachvollziehbare Lösung dafür. Paulus sagt nämlich, jeder soll in dem bleiben, in dem er ist. Und was war Timotheus? Timotheus hatte eine jüdische Mutter. So, und das heißt, Paulus sagt ganz offensichtlich, wer jüdischer Abstammung ist, der kann auch beschnitten werden. Aber er will es von den Heiden nicht. Da lehnt das rundweg ab. Das heißt, offensichtlich denkt Paulus hier auf zwei Ebenen. Einerseits ist ihm ganz klar, dass es um das Geistliche geht. Das ist das ganz Entscheidende. Aber dass für einen geborenen Juden das äußere Zeichen der Beschneidung noch vielleicht relevant ist und richtig, das bezweifelt er nicht. Sonst hätte er den Timotheus nicht beschneiden lassen. Ja, das heißt, das macht deutlich, dass man nicht sagen kann, mit der Gemeinde ist die ganze Heilsgeschichte Gottes jetzt erledigt, sondern der hat seine eigene Geschichte mit diesem Volk auch noch. Und eine Theologie, die das vollkommen ablöst und sagt, mit der Gemeinde ist jetzt vorbei und das jüdische Volk hat keine Bedeutung mehr, das sehe ich nicht als richtig an. Da hat Gott. Bitte? Ja, das ist in der Kirchengeschichte vielfach so gesehen worden. Da ist also diese Linie, die ja an sich richtig ist, dass man, Paulus sagt ja, das jüdische Volk ist beiseite getan von Gott. Diese Linie ist dermaßen überzogen worden, dass man gesagt hat, die haben gar keine Bedeutung mehr. Es ist abgegessen und es geht nur noch um die Gemeinde. Und alles, was in den Propheten gesagt wird, wird dann teilweise künstlich, zwanghaft auf Gemeinde gedeutet. Ne? In allegorischer Weise, manchmal ist das ganz gut, manchmal ist das sehr zurecht gezwungen. Was über das tausendjährige Reich gesagt wird, wird zurecht gezwungen. Ja. Können, ja. Aber da sagt Paulus, pass auf, rühmt euch nicht, ihr seid fremde Zweige. Wenn Gott die Natürlichen nicht verschont hat, dann wird er euch nicht verschonen. Er kann auch die Natürlichen wieder einfropfen. Aber da sagt er, ja klar, danach sagt er dann, es wird ganz Israel gerettet werden. Also Paulus macht das schon ganz deutlich, dass dieses Volk noch seine eigene Zukunft hat. Und zwar, wenn die Zeit der Gemeinde abgelaufen ist. Und deswegen denke ich, das ist auch für die heilsgeschichtlichen Epochen relevant, dass wirklich die Gemeinde, die aus messianischen Juden und Heiden besteht, die den Heiligen Geist empfangen haben, das ist ein eigenes heilsgeschichtliches Kapitel. Und wenn das abgelaufen
wenn die Zeit abgelaufen ist und wenn da Gottes Plan erfüllt ist, die Vollzahl der Heiden erreicht ist, so ist meine Sicht dazu, dann wird mit der Entrückung der Gemeinde Gottes Plan mit Israel weiterlaufen. Das sieht man auch, wenn man wirklich mal in Israel war und sieht, dass die Wüste immer war. Wie grün und das klingt überall, das ist der Hammer. Das ist erstmal der Anfang. Das sind erstmal nur die Vorzeichen. Ja, ich habe das mal hier jetzt so nochmal gelb herausgelassen. Wir sind die Beschneidung, was ist das? Wir verlassen uns nicht auf Fleisch. Darum geht's. Denn was ist Fleisch? Der Mensch ist Fleisch, ne? Ist Fleisch und Blut. Und Fleisch beschreibt immer den Menschen in seiner Existenz unter der Sünde, in seiner Opposition gegen Gott, in seiner Eigenmächtigkeit, in seinem Stolz und Hochmut, das ist Fleisch. Und Paulus sagt, wir verlassen uns nicht mehr auf Fleisch. Das heißt, wir gucken weg von unseren Möglichkeiten und wir vertrauen auf Gottes Verheißung und das, was er tun kann, was er versprochen hat, was Achim gestern gesagt hat auch. Weggucken von sich, man verlässt sich nicht auf seine Eindrücke und Gefühle, sondern man ist fest gegründet und zwar in Gottes Verheißung. Und weil er es gesagt hat, deswegen werden die Dinge für uns wahr. Und weil Christus dafür bezahlt hat, deswegen werden die Dinge für uns wahr. Nicht, weil wir jetzt irgendwie so toll wären. Und da kommt genau das Thema, wird damit verknüpft, Gerechtigkeit durch den Glauben. Und wir erinnern genau an Abraham, der hat Gott geglaubt und das wurde ihm angerechnet zur Gerechtigkeit. Und deswegen hat er diese Segensverheißung. Nicht aufgrund von Werken. Und da... Ich habe einen Hinweis in Wirklichkeit schon auf den dritten Tempel, wenn man das so sehen möchte, finde ich. Weil Jesus ist ja auch Geister, also wir sind ja im Geist in Jesu nachher. Und der dritte Tempel war ja auch letztendlich, wenn man es anzieht mit Fleisch, also physisch. Jetzt ist es ein geistlicher Tempel. Ja, das ist richtig, dass es jetzt ein geistlicher Tempel ist, aber die Frage ist ja, die zu beantworten gilt, wenn Gott seine Heilsgeschichte mit seinem irdischen Volk wieder anknüpft am Ende und alle Verheißungen erfüllt, die er Abraham gesagt hat, auch die Landesverheißung, das ist ja auch leiblich. Luther hat gesagt, doch, die Juden hoffen immer da auf Landbesitz und dann wird das ja beschrieben, das Land, wie fruchtbar das ist und so. Und dann sagt Luther, das sind alles eitle irdische Träume. Es geht um Geistliches. Und ich sage, ja, es geht um Geistliches. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht diese leiblichen Dinge, die er Abraham verheißen hat, auch wirklich erfüllt. Denn er erfüllt alles, was er sagt. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich ein dritter physischer Tempel überhaupt nicht einfach so aus dem Feld zu schlagen. Weil das ist das Heiligtum, was Gott Mose gezeigt hat in der Wüste. Und was Mose genauso errichten sollte. Und meine Deutung ist so, dass der Tempel, ein dritter Tempel, würde dann im tausendjährigen Reich sozusagen zurückblicken und noch einmal ins Bild setzen, was das Opfer Jesu bedeutet. Also so wie die alttestamentlichen Opfer sozusagen gebracht wurden im Hinblick auf das Opfer Jesu, sind ja Allegorien, Typologien, so blickt dann der Tempelgottesdienst im tausendjährigen Reich, sozusagen ist eine Darstellung dessen, was Jesus ein für alle Mal getan hat. Anders kann ich mit diesem Hesekiel-Text nicht umgehen, weil da steht ja nun mal, dass er gebaut wird. Und man müsste geistlich sagen, der Tempel ist total überflüssig und sinnlos, weil Jesus ja der wahre Tempel, das wahre Heiligtum, das wahre Opfer und so weiter, der hohe Priester ist, ne? Aber Hesekiel hat eben nun einmal einen sehr, sehr deutlichen Text mit ganz klaren geografischen Angaben, mit Maßangaben und so weiter. Und die Juden, die haben ja das ja auch vor, diesen Tempel zu bauen. Das ist ja menschlich, ne? Da haben sie sich das jetzt überlegt, dass sie das machen wollen. Am Ende werden sie es vielleicht sogar machen und das wird alles vielleicht vollkommen verpeilt sein mit diesem Tempel. Und also aus meiner Sicht ist das sogar, dann wird er sogar antichristlich korrumpiert. Aber das Entscheidende ist, dass dieses Heiligtum trotzdem am Ende gesalbt werden wird. Deswegen, ich weiß das jetzt nicht. Ich mag das nicht mit diesen Endzeitberechnungen, was ist wann. Ne? Aber ich halte das durchaus für vorstellbar, dass ein völlig fehlgeleiteter Gedanke des Tempelbaus, menschlich fehlgeleitet, in dem Moment, wo Gott aber seinem Volk die Augen öffnet für die Wahrheit, auf einmal eine andere Dimension dann da hineinkommt. Ne? Und dann kann das Heiligtum gesalbt werden. Das heißt, mit der Erkenntnis des Messias, des wahren Opfers,
würde dann dieses Heiligtum auf einmal eine geistliche Tiefe und Bedeutung bekommen, den sie vorher nicht hatte. Weil jetzt lehnt das jüdische Volk den Messias ab, und das heißt, wenn sie jetzt einen Tempel errichten, völlig abseits vom Opfer Christi, ist das natürlich verpeilt, ne, aus unserer Sicht. Aber wenn Gott sich dem Volk zuwendet und sie ihn alle erkennen werden, dann werden sie auch sein Opfer erkennen und dann werden sie auch die ganze Bedeutungstiefe des Opferdienstes, der da geordnet ist, erkennen und können ihn dann so vollziehen im tausendjährigen Reich. So ist meine Idee. Wie kann das dann sein, dass wirklich gute Ausleger dann immer noch darauf bestehen, dass erst der dritte Tempel gebaut werden muss, bevor es irgendwie weitergeht? Dass auch durchaus gute biblische Ausleger das so sehen, liegt daran, dass im Neuen Testament gesagt wird, der Antichrist setzt sich da rein in den Tempel Gottes. Aber das sind Detailfragen, wie man genau die Ereignisse nacheinander macht. Und ich will da mich nicht groß dran beteiligen, weil das immer nur Streit gibt und jeder sagt dann, ich habe jetzt die Lösung. Und wenn du dir das 5-mal anhörst, wie die Lösung ist, dann hast du 3 Fragen dazu und sagst, das ist aber jetzt auch nicht so richtig klar. Und deswegen, ich mag aber das eigentlich nicht. Eigentlich so, wie du es dargestellt hast, kann man das halt den jüdischen Tempel nicht geben, weil Jesus unser Tempel. Nee, dann hast du nicht hingehört, was ich gesagt habe. Ja. Ich habe gesagt, es ist für mich vorstellbar, dass Juden, die noch nicht erleuchtet sind, einen Tempel errichten, der dann aber... Bitte? Ja, ich sage das ja auch, dass ich das für möglich halte, dass das so sein wird. Und dass dieser Tempel, der aber fehlgeleitet, erstmal nur rein jetzt jüdisch gedacht, dann einen Bedeutungswandel erfährt, dieses Gebäude, wenn das Volk ihn erkennt. Und dann ist dieser Tempel sozusagen vorher antichristlich korrumpiert und wird dann aber, wenn das ganze Volk Christus erkennt, als ein wirkliches Heiligtum gesalbt. Das ist eine Idee, aber ich würde jetzt nicht sagen, so läuft das genau, weil da gibt es so viele Fragen dann. Ja, das ist jetzt auch ein anderes Thema. Deswegen will ich zurück hierzu kommen. In dem Kolossertext sind es diese Dinge nicht mit Händen, sondern es geschieht geistlich durch Christus, und zwar durch die Taufe und durch Glauben an die Kraft Gottes. Das heißt, in der Taufe wird ja versinnbildlicht das Sterben des alten Menschen, das Auferstehen des neuen Menschen. Und Paulus verknüpft also hier dieses Thema beschnitten werden mit diesem fundamentalen Ereignis einer Neuschöpfung durch Gott, die in der Taufe uns schon zugesprochen wird. Ne? Sterben des Alten, Auferstehen des Neuen. Und deswegen, wenn man die beiden Texte nebeneinander legt, dann wird auch deutlich, warum er sagt, wir sind die Beschneidung. Der sagt nämlich das, worauf die Beschneidung eigentlich hinweist, in ihrem letzten tiefen Sinn, bedeutet, dass es eine Neuschöpfung geben muss des Menschen. Dafür ist die Beschneidung ein Hinweis. Etwas Altes muss abgetan werden, weggeschnitten, ist ja schmerzhaft. Es ist auch blutig, es ist schon ein Sinnbild für das Sterben des alten Menschen, weil Gott einen neuen Menschen schaffen will. Und deswegen sagt Paulus hier, wir sind die Beschneidung. Und zwar wer wir? Wir, die durch den Geist Gottes neu geboren sind. Herzen, wo der Heilige Geist Einzug gehalten hat. Ich will euch ein neues Herz geben, ne? Wo mein Geist darin wohnt. So, und deswegen hier diese tiefe Thematik, begraben sein, auferstanden. Die Bibel sagt, ihr seid doch wie tot. Ihr seid doch Tote. Paulus sagt, ihr seid tot, in Sünden gewesen. Das ist übrigens auch eine sehr wichtige Aussage. Wie kann ein toter Mensch sich dafür entscheiden, Jesus nachzufolgen? Das ist einfach Irrsinn. Kann er gar nicht, weil er tot ist. Das heißt, wenn ein Mensch sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass dieser Mensch die neue Geburt empfangen hat. Und der neugeborene Mensch, der ist zwar noch ganz klein, aber der kann sagen, ja klar, ich will Jesus nachfolgen. Aber der Mensch, der tot ist in Sünden, kann das nicht, sondern der kann immer sagen, ich brauche keinen Jesus, ich komme schon selber klar. Deswegen steht ja auch geschrieben, dass nicht mehr wir leben, sondern Jesus lebt. Christus in uns, genau. Und deswegen hat die große Synode der Reformierten und Kirchen, das ist mir eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen im Studium, die haben in Dordrecht getagt und da haben sie die Frage gestellt, wie ist denn die Reihenfolge? Erst menschliche Entscheidung und dann Wiedergeburt oder nicht? Und da haben sie entschieden und haben gesagt,
Die Bekehrung eines Menschen ist die, das ist die erste Tat des durch Gott neugeborenen Menschen. Die erste Frucht dieses neugeborenen Menschen ist das Bekenntnis zu Christus und die Hinwendung. Und sie haben das abgegrenzt von der anderen Sicht, nämlich zu sagen, der Mensch ist tot in Sünden, der alte Mensch, der alte Adam. Und haben gesagt, es ist nicht so, dass der alte, in Sünden tote Mensch sich entscheidet, an Jesus glauben zu wollen und dann neu geboren wird. So ist es nicht. Also dann würde man ja sagen, die letzte Tat des alten, sündigen Menschen ist es, sich zu Jesus zu bekehren und dann stirbt er. Da sagen die, nee, das ist nicht so, weil der alte Mensch wird niemals Gott Recht geben, sondern der wird immer gegen Gott streiten. Und deswegen sagen sie, die erste Frucht und das erste Anzeichen einer geistlich neuen Geburt ist die Bekehrung. Das war in Dordrecht, oder? Und das war in Dordrecht. Dordrechter Synode, muss ich gucken, 1600 und. Das waren die großen calvinistischen Streitigkeiten um die Erwählung. Und deswegen, als Caroline und Peter hier bei der Pro-Christ-Veranstaltung gesagt haben, wir wollen das, und ihr Gebet gesagt haben, da habe ich gesagt, jetzt sind sie neu geboren und jetzt läuft der Zug. Die Frage ist nur, wie schnell geht das und so weiter. Jetzt läuft der Zug. Wenn da ein Baby geboren ist, dann ist dieses Kind da. Und dann, was? Ja. So, ja. Sagen wir immer, wir sind richtig in der Kirche, die anderen sind falsch. Die müssen uns schon rausschmeißen. So, also da habe ich jetzt sozusagen das nochmal so zusammengefasst. Beschneidung verweist auf das Abtöten des Alten und die neue Geburt. Sonst könnte Paulus das ja hier nicht so sagen. Ne? Wir sind die Beschneidung. Also neugeborene Menschen sind das, wofür die Beschneidung steht. Und dann ist auch klar, warum Paulus sagt, wenn ihr doch neugeboren seid, warum wollt ihr dann jetzt noch euch beschneiden lassen, wenn ihr aus den Heiden seid? Sinnlos. Ihr gehört zur Gemeinde, ihr seid auch Gottes Volk, aber ihr müsst nicht jetzt so tun, als seid ihr das irdische Israel. Das seid ihr nicht. Die Gemeinde wird entrückt werden. Und dann geht das mit dem irdischen Israel weiter. Ne? Und dann brauchen wir jetzt als Heiden nicht uns beschneiden lassen.